Und da sind wir auch wieder und machen direkt weiter. So, wir können jetzt noch diese Treppe hoch. Wir haben jetzt eine Flasche. Wir haben alles Mögliche, aber nichts davon funktioniert. Also gehen wir die Treppe hoch, da wo wir schon mal den Mörder verfolgt haben. Was ja sau clever ist. Ach, kannst du... Dunkelheit werde ich dort. Okay, wir brauchen eine Taschenlampe. Geh nochmal nach links. Vielleicht haben wir irgendwo irgendwas übersehen. Geh in die Wohnung. Geh aufs Scheiße aus. Hier wurde James. Ja, hier wurde James erschossen. Sehr tragisch. Hier ist immer noch nichts. Geh da ins Schlafzimmer. Schlafzimmer, da steht ein Bett. Ach nee, doch, das ist ein Bett, aber... Okay, das sieht... Das nennen wir es ein Multifunktionszimmer. Hier ist aber auch nichts mehr. Warum nicht? Arr. Und hier hinten kann ich nicht hin. Die Wohnung ist abgeschlossen. Okay, wir gehen nochmal in die Küche. Küchenschrank, da war ich ja noch gar nicht dran. Ich dummer Sch... So. Yay, lecker. So haben meine Schulbrote immer ausgesehen. Ja, wie dem auch sei. Bon Appetit. Hier war ich hier doch schon. Ist hier was? Nein, hier ist gar nichts. Warum ist hier nichts? Wieso, was? Das da. Hier. Ich kann ja nichts auf nichts anwenden. Also gehen wir wieder. Das gibt's doch wohl nicht. Ist hier noch was? Hinweise. Nein, sonst ist hier nichts. Wir gehen nochmal an die Spüle. Benutzt das. Nur ohne dumme Idee. Nein, das war... Okay, hier drüben kann ich... Kann ich nichts nehmen? Nein. Falsche Kombination. Falsche Kombination. Kann man das anders machen? Wenn man das Warum anders macht. Funktioniert das nicht? Und ja, ich weiß es nicht. Ich frag ja dich. Diese Flasche im Spülbecken sieht sehr schön aus. Danke, okay, und nun? Okay, jetzt funktioniert das. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren. Warum wusstest du das? Okay, vielleicht hätte ich mal ansehen sollen. Okay, dann machen wir da jetzt mit dir dasselbe, oder? Nö, machen wir nicht. Wir benutzen. Diese Sachen passen. Warum passen die jetzt nicht zueinander? Natürlich passen die zueinander. Siehst du? Ach. Okay. Warum nicht? Ach. Ehrlich. Okay, eigentlich ein nettes Rätsel, muss ich ja zugeben. Aber doch nicht, wenn ich so dumm dabei aussehe. Alles Nicoles Schuld. Nicole, du bist hier die Protagonistin. Tu was! Yeah, jetzt geht's. Jetzt hast du Super Whisky. Das ist echter Scotch. Yeah. Johnny Stalker. Johnny Stalker. Was machen die Synapsen? Sie fangen an. Okay. Jetzt ist alles klar. Hier in meiner Tasche. Ein Vögelchen. Kannst du da auch mal reingreifen, Kollege? Danke. Der faltet immer noch Origami. Soll das ein Witz sein? Schönes Origami. Ja. Hier unter dem Knick ist etwas. Buchstaben. Auseinanderfalten. Das ist die Schrift von Nick. James Mobile. My Daddy. Okay. Ein Zettel mit einer Notiz. James Mobile. Okay, und nun? Soll ich ihn da drauf anrufen? Das war wahrscheinlich wieder doof. Das war ja Nick. Aber James' Nummer stand, glaube ich, auch. Hier, ich kann nichts damit anfangen. Okay, bis mir anfällt, was ich tun könnte, mache ich einen kurzen Schnitt. Okay, hier geht was von alleine weiter, als ich gehen wollte. Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ach nee, nur der Kerl hat sich verzogen. Geht's trotzdem weiter? Ja, ach, eine durchgebrannte Sicherung. Ich kann also gleich nach oben. Gut, benutzt das und das.
Es ist mir gelungen, die Sicht... Das dachte ich mir. Und los geht's. Steck sie in den Sicherungskasten. Und dann sind wir glücklich. Ab rein damit. Hey, verdammt, sie hat keine gewischt bekommen. Man kann nicht alles haben. Aber wir kommen voran, Leute, wir kommen voran. In dieser Dunkelheit werde ich dort nichts finden. Ach, dann schalt doch auch das Licht an. Ja. Ja, was ist denn dein Problem, Mädel? Jetzt haben wir doch die Sicherung da drin. Durchgebrannte Sicherung. Wahrscheinlich kann man sie... Ich hatte sie doch repariert. Diese Sachen packen. Es ist mir gelungen, die Sicherung zu reparieren. Okay. Und jetzt? Hier war gerade eine Hand. Warum ist die Hand nicht mehr da? Steck die wieder da rein. Okay, es wird wohl seinen Grund haben, warum diese Sicherung durchgebrannt ist. Vielleicht liegt's daran, dass ich diesen Grund nicht kenne. Ich steck's nochmal rein. Durchgebrannte Sicherung. Warum funktioniert? Das frage ich mich allerdings auch. Nehmen Sie wieder. Sicherung. Ja, steck das rein. Okay, wieder mal ein kurzer Schnitt, bis ich weiß, was hier los ist. Problem gefunden! Hier an dem Küchenschrank war wohl hinter diesem bescheuerten Plakat, das uns vorhin die Sicht verdeckte, hier irgendwas drin, ein Stromstecker, und den ziehen wir jetzt raus. Was? Die Sicherung ist sowieso durch. Dann nimm das. Du und deine nur ohne dumme Ideen, geht mir langsam auf den Zeiger, nimm das Stück Papier. Ich versuche es auszuschalten. Ich hoffe, ja. Dass es keinen Strom gibt. Natürlich nicht, die Sicherung ist draußen. Du hast gesehen, wie sie rausgeflogen ist. Mann, oh Mann, oh Mann, diese Frau. Irgendwann ist der Tag gekommen. Da werde ich sie durch meinen Bildschirm erwürgen. Oh, wow, wow. Jetzt geht's aber ab hier mit der Sicherung. Juhu, es funktioniert. Und jetzt können wir nach oben. Hoffe ich, denke ich. Ach, natürlich können wir nach oben. Warum sollten wir nicht können? Geh zur Treppe. Los, und hinauf mit dir. In dieser Dunkelheit werde Was? Ich dort nichts finden. Arg, ich hasse dich. Ich hasse dich. Dann schalt das Licht an, verdammt. Okay. Ja, noch nichts. Da? Nee. Vielleicht? Nein, nix. Ach. Geh nochmal in die Wohnung Nummer 9. Vielleicht liegt da jetzt plötzlich was Neues. Hier nicht. Da hinten? Auch nicht. Wir gehen. Lichtschalter kann man nicht benutzen. Ist der Lichtschalter für oben vielleicht unten im Gang? Geht das? Ausgang zur Straße, das ist ja... Das kann ja nicht richtig sein. Wir versuchen es trotzdem. Oder sagt sie jetzt, sie kann nicht gehen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo in diesem Von Scott? Ja, zum Teufel ist Scott. Scott Warren? Branford? Nein. Chaser? Nee, der heißt Leon. Ruth heißt Ruth und Nick heißt Nick. Wer ist Scott? Warum kommen hier so viele Menschen, die ich nicht kenne? Scott. Okay, wir gehen. Es muss ja dann da oben sein. Also muss ich irgendwo da hinten das Licht einschalten können. Verflucht. Na, hier in die Küche gehst du gern, Nicole, hm? So oft wie du hier reinrennst mit mir. Willst du mir was beweisen? Willst du mir irgendwie was zeigen? Ach. Hier ist doch auch nichts. Da, Lichtschalter. Jetzt, vielleicht kannst du jetzt aufs Klo.
Ach, irgendwie war es ja klar. Ich kann nicht aus dem Haus raus. Hier gibt's nichts Neues. Warum nicht? Benutzt das Licht! War hier was? Nee. Okay, gut. Ich überlege mir dann das, ob ich das dann so, ob ich hier weiter blind spiele. Für heute war es das mit dem Blindgespiels und wir sehen uns beim nächsten Mal dann hoffentlich im nächsten Stockwerk oder zumindest bei einem Lichtschalter. Ich bin Diesel, wir spielen die Geheimakte FBI, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Namen und sehen uns beim nächsten Mal.